Ja, hallo in Waldmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handcook & Grill. Und das ist eine ganz spontane Folge. Ihr seht hier hinter mir im Hintergrund, da ist der Fritz. Und Fritz ist bei uns im Hegering der absolute Technikexperte. Also, wenn ihr dieses Video seht und ihr habt Fragen zu Drohne, Kidsrettung und wirklich, ihr wollt Technikfragen beantwortet haben, die so richtig speziell sind, dann schreibt ihr einfach unten in die Kommentare rein und ihr bekommt dann von mir die Kontaktdaten von Fritz. Fritz, ist das so okay, wenn ich das so sage? Alles okay. Wenn du jetzt morgen 3000 Kontaktanfragen kriegst, dann wissen wir warum. Ja, also wir stellen euch jetzt in einem kurzen Video, es fängt gerade an zu regnen, wir haben alles schon im Kasten, wollen das aber noch mal kurz sagen. Wir stellen euch im kurzen Video unser neues System zur Kidsrettung vor. Und zwar unsere neue DJI-Drohne, die wir jetzt ganz schnell einpacken. Und da wird der Fritz ein bisschen was zu erzählen. Und morgen geht es dann raus, morgen früh zum Kids zu retten. Und dann seht ihr die Drohne auch im Einsatz. Das können wir euch jetzt gleich leider nicht zeigen, weil dafür hat die Zeit für die Aufnahmen nicht gereicht. Also viel Spaß bei dem Video. Und ja, morgen geht es dann los mit dem Einsatz der Drohne direkt am Feld. Und da werden wir hoffentlich ein paar interessante Bilder einfangen. Also, ich habe heute mitgebracht, das ist unsere neue Drohne. Das ist eine DJI Mavic 2 Enterprise Advanced. Diese Drohne ist für die Kidsrettung, wo wir sie benutzen, im Moment das Nonplusultra. Die Drohne hat zwei Kameras. Eine Wärmebildkamera mit 640x512 Auflösung. Und eine RGB-Kamera, die ein Zoom bis zu 32-fach beinhaltet. Die Drohne ist super klein und handlich und ist auch vor allen Dingen an den Flächen super schnell aufgebaut. Okay, Fritz, du hast gesagt, super schnell aufgebaut. Wir stoppen mal die Zeit, wann wir einsatzbereit sind. Okay. So könnte ich theoretisch schon losfliegen. Wenn ich die Flächen vorher eingegeben habe, die Wegpunktpläne und stehe am Feld, könnte ich jetzt schon fliegen. Okay, ich habe es mir jetzt deutlich länger vorgestellt. Wir haben hier noch ein kleines Gerät, das ist ein Zusatzmonitor. Erklär mal ein bisschen was dazu, wofür wir den Zusatzmonitor brauchen, Fritz. Man sieht, dass die Smart Control nur eine Displaygröße hat von 5,5 Zoll. Und das ist für die Darstellung des Wärmebildes mit einer 640x512 Auflösung ist das zu wenig. Man sieht die kleinen Wärmesignaturen aus 40 Meter Höhe, werden zu klein dargestellt. Dafür nutzen wir diesen 7 Zoll Zusatzbildschirm. Fritz, wir haben ja jetzt schon einen langen Weg hinter uns. Wir haben jetzt angefangen mit dem Octocopter und haben jetzt insgesamt drei Systeme im Einsatz. Vielleicht kannst du einfach noch mal was zu den Vorteilen von diesem System jetzt sagen in Bezug auf Handhabbarkeit, Auflösung, Preis-Leistungs-Verhältnis? Also, die ersten beiden Systeme, die wir fliegen, die haben eine Auflösung von 320x256. Diese Drohne hat jetzt die doppelt hohe Auflösung. Ein Vorteil dieser kleinen Drohne ist auch, Sie sehen, dass die Kamera an einem Gimbal befestigt ist. Wenn wir jetzt nicht die Flächen mit einer Wegpunktmatrix abfliegen und nur kleine Flächen haben, dann können wir mit den Drohnen fliegen und auch mit der Kamera durch die Bewegung so in die Ecken schauen und ohne, dass wir viel hin und her fliegen müssen, die Flächen abscannen. Diese Drohne beinhaltet, wie ich eben schon erwähnt habe, die Wärmebildkamera mit einer 640x512 Auflösung. Vor ein paar Jahren kostete alleine eine Kamera in dieser Auflösung schon etwa 6.000 Euro. Diese komplette Drohne mit allem drum und dran hat jetzt etwa 6.000 Euro gekostet mit etwas Zubehör. Und das sind schon von Preis-Leistungs-Verhältnis sind das schon Quantensprünge, meiner Meinung nach. Ja. Vorteil noch, jeder Akku hat etwa 30 Minuten Flugzeit. Wir haben jetzt hierfür 5 Akkus. Wir könnten also die Drohne so etwa 2,5 Stunden in der Luft halten. Und es gibt sogar noch die Möglichkeit, über ein Ladegerät, was man am Zigarettenanzünder anschließen kann, noch Akkus nachzuladen. Also wir können morgens schon sehr, sehr lange fliegen. Ja, wenn man alleine das Transportvolumen betrachtet, sind das Welten gegenüber früher.
Die große Drohne, der Octocopter, kann eigentlich nur im Kombi transportiert werden. Hier hat man nur einen Koffer und das ist im Prinzip schon alles. Klar. Wie viel Fläche schaffen wir denn so an so einem Morgen? Ich habe so einen theoretischen Wert, dass man in etwa reine Flugzeit für einen Hektar 2 Minuten braucht. Theoretisch könnten wir also mit einer Akkuladung etwa 14 bis 15 Hektar abfliegen. Das bedeutet aber reines Fliegen. Man muss immer bedenken, dass die Läufer unter der Drohne eine gewisse Zeit brauchen, um Wärmesignaturen zu kontrollieren und zu identifizieren. Also für einen Morgen mit dieser Drohne 30 bis 40, wenn die Flächen enger zusammenliegen und die Wechselzeiten von Fläche zu Fläche nicht zu lange sind, kann man durchaus 40 bis 50 Hektar damit schaffen. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, ob es noch kleiner geht, aber ich bin eigentlich absolut begeistert von dem Teil. Ich wüsste nicht, was es noch an Wünschen gäbe für diese Drohne.